Hi Leute, wir waren bei Whole Foods in Los Angeles und ich wollte euch heute mal zeigen, was es hier alles Veganes zu kaufen gibt. Das ist nämlich sehr viel mehr als in Europa. Ein Wort vorab, Whole Foods ist kein Bioladen, es ist einfach ein Laden, wo es in Anführungsstrichen gesündere Lebensmittel gibt und ganz viele vegane Sachen. Wenn man bei Whole Foods reinkommt, steht man erstmal in der Obst- und Gemüseabteilung. Das Obst unterscheidet sich jetzt nicht so von dem in Europa, bis auf das Bio etwas günstiger ist. Was der große Unterschied ist, ist, dass es hier sehr viel vorportioniertes Obst gibt, was für unterwegs extrem, extrem cool ist. Die Gemüseabteilung, da fangen die Unterschiede schon an. Es gibt hier sehr viel mehr Gemüse, die Auswahl ist bombastisch, es gibt sogar mehrere Brokkolisorten, es gibt ganz viele verschiedene Rüben, es gibt ganzjährig Mangold, in Kalifornien scheint ja eh immer die Sonne, alles wächst hier. Es gibt drei verschiedene Grünkohlsorten, lila, normal und diesen Dinosaur Kale. Und es gibt sogar Löwenzahn, den habe ich im Supermarkt noch nie gesehen. Ach ja, es ist übrigens nicht alles immer ganz billig. Diese Artischocke kostet fast 3 Dollar. Direkt neben der Obst- und Gemüseabteilung gibt es das Hummusregal. Hummus gibt es hier echt en masse von den unterschiedlichsten Herstellern. Von dieser Marke Cedars gibt es sogar einen, der tahin- und ölfrei ist. Den habe ich jetzt aber nicht gefunden. Und irgendwie fahren die Amerikaner voll auf BioLife ab. Es gibt hier überall BioLife-Produkte. Ein Wort zum amerikanischen Brot. Das ist eigentlich relativ wabbelig. Es ist so wie Toastbrot in Deutschland. Kostet dafür zwischen 3 und 7 Dollar pro Laib. Dieses Dave's Killer Bread soll ganz gut sein, aber naja, es ist halt toll, 21 verschiedene Saaten und sowas, aber das ist mir echt zu heftig mit fast 7 Dollar für ein Laib Brot. Erdnussbutter lieben die Amerikaner ja, dementsprechend gibt es hier ein ganzes Erdnussbutterregal und natürlich auch andere Butter, also Nussbuttersorten wie zum Beispiel Sonnenblumenbutter oder Mandelbutter, aber nicht immer ganz billig. Dafür, erstaunlicherweise, gibt es hier relativ wenig so Nutella in Anführungsstrichen, was vielleicht nicht schlecht ist. Ich lasse dieses Eis einfach mal auf euch wirken. Ben & Jerry's, Oatly, es gibt so viele Marken hier. Es gibt Macadamia Milcheis, es gibt Eis auf Avocado-Basis, es gibt Eis am Stiel von den unterschiedlichsten Herstellern. Und mein persönlicher Favorit ist, ich liebe Pistazieneis und es gibt hier einfach Pistazieneis zu kaufen. Das ist sehr, sehr gut. Natürlich gibt es in der Tiefkühlabteilung hier sehr viele vorbereitete vegane Sachen, wie zum Beispiel dieser Cheesy Cauliflower and Broccoli. Habe ich nicht probiert, aber sieht ganz gut aus. Fleischersatz ist hier auch oft einfach gefroren, also zum Beispiel diese Beyond Meat Sachen, auch einige Sachen von der Whole Foods Eigenmarke und Guardian, wer es noch von Vegans damals kennt. Und diese Ultimate Chicken Tenders sind sehr, sehr süchtig machen, die sind unfassbar gut. Ich liebe Peanut Butter Cups und diese von Justin's sind echt the shit. Ich esse sie so gerne, die Zutatenliste ist halbwegs vernünftig, nur leider kostet ein Peanut Butter Cup etwas mehr als einen Dollar, sonst würde ich sie echt inhalieren. Peanut Butter Cups gibt es auch von anderen Marken, zum Beispiel Unreal, und die haben sogar ein veganes Bounty. Das ist doch Bounty, oder? Ich glaube schon. Mein Favorit sind aber eindeutig diese Rosinen im Schokomantel, die ich jetzt auch mal mitnehmen werde. Auch bei Whole Foods wird man vor irreführendem Labeling nicht verschont, wie zum Beispiel auf dieser Schokolade hier. Die sieht ja erstmal total gesund aus und da steht auch drauf, kein raffinierter Zucker, kein Rohrzucker. Und wenn man sich da mal die Zutaten anguckt, ist die zweite Zutat einfach mal Kokosblütenzucker, der umgerechnet irgendwie fast 50% des Produktes ausmacht. Und ja, ich habe das mal meinem Mann gezeigt und er war auch mal genauso verwirrt wie ich. And now read the ingredients. Cacao, coconut sugar, coconut cocoa butter, cacao nibs, peppermint oil. So, no refined sugar, no cane sugar. So they can say that? Coconut sugar. Oh, yeah, unrefined. Yeah, what? Yeah.
deutlich gesünder als die Kokosblütenzuckerschokolade sind die Riegel, die es hier gibt, ganz besonders alles von der Firma Larabar. Das sind Riegel, die eigentlich aus fast nur irgendwie 5 Zutaten bestehen. Zum Beispiel dieser Apple Pie Larabar besteht nur aus Datteln, Mandeln, Walnüssen, Apfel, Rosinen und Zimt. Sonst nix. Grünkohlchips gibt es natürlich auch. Diese von Bratz mag ich ganz gerne. Die sind eigentlich nur ja, Grünkohl und Miso-Paste. Nüsse werden hier ja auch relativ viel angebaut in Kalifornien, ganz besonders Mandeln. Dementsprechend ist das Nussregal sehr, sehr groß. Heißt aber nicht, dass das unbedingt günstiger ist, wie zum Beispiel diese 10 Dollar Cashews. Trockenobst kaufe ich auch sehr gerne. Es gibt sogar unterschiedliche Kirschen. Also es gibt erstmal diese ungesüßten Bing Cherries und dann gibt es diese gesüßten Sauerkirschen. Und schaut mal, wen ich gefunden habe. Dr. John McDougall, der hier seine eigenen Ramen-Cups und Suppen-Cups vertreibt, die nicht unbedingt günstig sind, aber wahrscheinlich so das gesündeste an Fastfood, was es hier gibt. Übrigens auch im Literpack erhältlich, also die Suppen, nicht das Nudelzeug. Übrigens ein Wort zu den amerikanischen Verpackungsgrößen. Ja, sie sind groß, also dieser Saft hier kommt in 2 Liter Pack daher. Etwas, was ihr euch unbedingt bei Whole Foods anschauen solltet, sind die ganzen veganen Käsesorten von unterschiedlichsten Herstellern, auch von der Eigenmarke und irgendwie mal wieder ganz viel Violife. Keine Ahnung, ob das hier eine Spezialität ist. Ich würde eher so diese Miyoko-Sachen probieren. Die sind sehr teuer, aber dieser Käse ist einfach unfassbar lecker. Und natürlich dann diese Traditionsmarken, die man halt kennt. Kite Hill, Follow Your Heart und mehr Violife-Zeug. Huh. Kochen muss man übrigens nicht. Man kann sich auch einfach diese Kite Hill Ravioli holen für 10 Dollar. Sind lecker, aber halt 10 Dollar. Eiersatz, schaut euch mal diese halben hart gekochten Eier an. Sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Ich wollte sie auch nicht kaufen, weil es mir einfach zu echt aussieht. Aber schon krass, was im Jahr 2023 möglich ist. Milch, vegane Milch gibt es auch im Überfluss. Es gibt unterschiedliche Hafermilchsorten. Hafermilch ist hier so der Standard. Sojamilch gibt es auch, sogar Leinsamenmilch und eine vegane Bananenmilch. Die müsste ich mal bei meinem nächsten Whole Foods Einkauf probieren. Die sieht extrem gut aus. Veganer Joghurt scheint hier auch eigentlich Standard auf Kokosbasis zu sein. Bis auf vielleicht diese Oatly-Sachen, aber dieses So Delicious, das ist auf Kokosbasis. Und welchen ich ganz gerne mag, das ist dieses grüne Zeug, wo ich jetzt mal hinschwenke. Dieser Harmless Harvest Joghurt, ganz besonders Erdbeer. Sehr gut. Natürlich gibt es auch so vegane Aufschnittsachen, auch Sachen, die ich irgendwie noch nie in Europa gesehen habe. Also zum Beispiel gibt es jetzt dieses Prosciutto-ähnliche Zeug, was schon krass echt aussieht, muss ich sagen. Was mich dann aber eher interessiert, das ist der Tofu. Es gibt hier unfassbar viel Tofu in unterschiedlichsten Konsistenzen, sogar schon vorportioniert. Und ich wünschte einfach, wir hätten sowas in Europa. Ich vermisse die Tofu-Auswahl in China. Eine eigene Feinkostabteilung gibt es hier auch. Es gibt unterschiedliche Oliven. Von diesem Zeug ist nicht alles vegan. Zum Beispiel das da unten in der Mitte hat Feta-Käse drin. Aber es gibt Okra. Mmh, Okra. Und natürlich auch eine normale Salatbar, wo man sich seinen eigenen Salat oder seine eigene Mahlzeit zusammenstellen kann. Sogar auch in gesund erhältlich mit Obst, mit Hummus und auch mit den ja, normalen Salatzutaten, wie man sie so kennt. Kaffeesüchtige wie ich kommen hier auch auf ihre Kosten, also buchstäblich, weil dieser Kaffee hier fast 5 Dollar kostet. Allerdings ja, schon vorportionierte Kaffees mit allen möglichen Milchsorten drin, einige auf Espresso-Basis, einige auf Cold Brew-Basis. Sowas wäre in Europa auf jeden Fall schon relativ cool. Ich hoffe, dass ihr diesen Einblick genossen habt. Ich musste übrigens alles nachsynchronisieren, weil die Musik in diesem Laden so laut ist, dass man fast nichts versteht auf den Videoaufnahmen. Zieht euch das mal rein.